Hallo und herzlich willkommen zurück in Willowbrook. Wir sehen Blaulicht vor der Veranda der Farm, auf der Harper lebt. Und wir sehen den Großvater, wie er in einen Krankenwagen hineingebracht wird. Im Hintergrund hören wir das Kojotenheulen und das Kläffen der aufgeregten Hunde. In der Scheune muhen die Tiere. Die Kamera blendet über vor dem Haus von Lisas Eltern, beziehungsweise vor dem Haus von Lisa. In der Dunkelheit sitzen Katzen und Waschbären streunen durch den Garten und die Katzen jaulen und singen, fauchen sich gegenseitig an. Bei Steven sieht man tatsächlich im Keller nur kleine schwarze Schemen, die leise vor sich hin fiepen. Über dem Haus von Sam sehen wir in der Dunkelheit schwarze Vögel, die ihre Kreise ziehen. Der nächste Morgen beginnt. Harper ist natürlich fertig. Sein Großvater ist verunglückt, ist ins Krankenhaus gekommen und noch während der Nacht ins nächstgelegene große Krankenhaus geflogen worden. Lisa hat so gut wie nicht geschlafen. Steven hatte Albträume. Und Sam geht es ebenfalls irgendwie nicht so sonderlich gut, denn das Krächzen hat sie die ganze Nacht begleitet. So treffen sich die Kinder am Samstagmorgen und im Diner und blicken sich an. Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wir müssen echt gucken, dass wir diese Geschichte beenden. Ich kann nicht mehr. Ich muss doch schlafen. Ich muss doch fit für die Schule sein. Die Kids sind sowieso schon anstrengend genug. Ich hatte auch schon wieder Albträume. Ich hatte nicht wirklich Schlaf. Irgendwas hat die ganze Zeit gekrächzt. Wie geht's eigentlich Silver? Der versteckt sich nach wie vor und faucht mich an. Ich gebe ihm Futter. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn vielleicht in der Zeit woanders hin tue. Ich meine, das Haus ist groß genug, dass er zumindest Ruhe hat, weil ich weiß nicht, ob ihm das so gut tut, gerade bei mir im Zimmer. Aber ist bei dir eigentlich schon irgendwas bekannt? Oder, nee, wir sind immer noch, Opa ist immer noch im Krankenhaus, in einem anderen mittlerweile, weil es ihm nicht gut geht. Ich habe Angst, Opa auch noch zu verlieren. Das kann ich verstehen. Ja, aber Lisa hat schon recht, man muss das jetzt irgendwie ein bisschen mal zu Ende bringen. Ich glaube, wir sollten das Buch einfach mal zurückgeben und fertig ist. Es hat ja eigentlich damit angefangen, dass wir das Buch mitgenommen haben, dann bringen wir es zurück und dann hat das alles seinen Gang wieder. Ich bezweifle leider stark, dass das funktioniert. Ja, erzähl sowas nicht. Ich werde sauer. Und box dich. Au! Hey, das hat auch keinen Sinn. Ja, wir müssen ja irgendwas machen. Einfach nur hier rumsitzen hilft ja auch nicht. Lisa, gib mal das Buch. Ja, ich hole das Buch aus der Tasche raus und habe so verschiedene bunte Zettel, könnt ihr sehen, die so da rausragen an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mich in der letzten Nacht, als ich sowieso nicht schlafen konnte, habe ich noch so ein bisschen in dem Buch geblättert und ein bisschen recherchiert. Und hole noch zwei andere Bücher raus über so einheimische Tierarten hier in Idaho. Und da sind auch so bunte Zettel drin und hier, guck mal, bevor wir es wieder zurückbringen, ich meine, es wird wahrscheinlich dann nicht verschwinden, aber ich habe mir nochmal die Symbole angeguckt und ob ich die nochmal irgendwo wiederfinde und
einzeln findet man sie auf ein paar Seiten. Ich kann die Sachen aber nicht so richtig verstehen, die da stehen. Und aber ich habe mal überlegt, ob man die so einzelnen Tieren irgendwie zuordnen kann. Und ich würde sagen, also das, wie gesagt, hier, und ich zeige auf so das eine Symbol, könnte so eine Bärentatze wirklich sein. Und das hier, und ich zeige auf das andere, findet ihr nicht auch, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Geweih oder sowas in der Art? Ja, möglich ist es, ja. Das könnte sein, ja. Die sind ja auch immer so verästelt. Könnten doch Adern sein, aber ja, ein Geweih geht auch. Und das hier, was meint ihr, was könnte das sein? Und ich zeige auf das letzte Symbol. Ich weiß nicht, da habe ich verschiedene Theorien zu, aber ich wollte euch mal fragen. Das hat nicht keinen Sinn, das müssen wir doch jetzt wegbringen. Und ich nehme das Buch und schmeiße es auf den Boden. Klimpert. Harper, ich glaube, das bringt uns nicht weiter, wenn du es auf den Boden schmeißt. Nein, und wenn du sauer bist, lass das nicht an uns aus, nimm dir einen Sandsack. Sandsack. Ich kann verstehen, dass das gerade für dich eine bescheidene Situation ist. Es ist vor allen Dingen nicht einfach. Ja, aber... Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir das mit einfach nur zurücklegen wieder beheben können, weil... Ja, wir haben es aber auch nicht versucht. Und ja, aber wir reden hier von alten Mythen und Geschichten mit Ritualen und sonstiges und dann diese... Oder einfach ein Fluch, der an das Buch gekoppelt ist. Du weißt genauso wenig von der einen Seite wie von der anderen Seite, bloß weil du dich für irgendwelche UFOs interessierst. Das ist überhaupt nicht, wir haben nicht einen Beweis, außer dass wir schlecht träumen. Es könnte einfach alles sein. Und natürlich kann es genauso gut sein, wenn wir das Buch zurückbringen, dass es dann auch endlich vorbei ist. Das ist genauso gut möglich wie, wir müssen dreimal um den Wald tanzen und brauchen den Blocksberg. Da muss ich ihm recht geben. Ich setze mich hin und ertränke meinen Kummer in einen Milchshake. Ich hebe das Buch in der Zwischenzeit mal wieder auf. Als dein Milchshake... Staubst du ein bisschen ab. Mhm. Als dein Milchshake alle ist, kommt Stevens Mom und stellt dir tatsächlich einfach ruhig und freundlich in deine Richtung lächelnd den nächsten Milchshake, guckt kurz zu Steven, nickt dir zu und verzieht sich leise auch wieder. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt, also unsere Großeltern haben wir jetzt ja schon, rangeholt. Weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollten. Also Harps Oma hat keinerlei gedankliche Kapazität, um sich da irgendwie heute zu treffen. Ich meine, wir können es mit den anderen drei Großeltern machen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist heute, oder? Was meint ihr? Aber irgendwas müssen wir machen und ich würde mich jetzt nicht komplett drauf verlassen, dass wir das Buch einfach zurücklegen und alles wird gut. Funktioniert. Also wir müssen uns noch irgendwas überlegen, wie wir weiter vorgehen, wenn es nicht besser wird. Ich würde mich nach vorne beugen, weil ich festgestellt habe, dass irgendwie mein Schnürsenkel auf ist und versuche irgendwie meinen Schnürsenkel zuzumachen. Und beug mich so nach unten und da, wo das Buch gelegen hat, da sehe ich was auf dem Boden glitzern. Und ich tast so danach, ist so genau da, wo so ein Sonnenstrahl hingefallen ist. Und ich taste so danach und bin ganz vorsichtig, weil es könnte ja auch einfach irgendwie eine Glasscherbe sein oder so, aber nehme das so hoch und öffne die Hand so über dem Tisch und da liegt ein kleiner Anhänger in meiner Hand
der einer Wolfstatze ähneln könnte. Harp? Ich hab den da nicht hingeschmissen, ich hab damit nichts zu tun. Es ist überhaupt nicht... Was willst du mir jetzt schon wieder unterstellen, Lisa? Was ist das denn? Der lag da, wo das Buch gelegen hat. Ja, dann hast du das da... Dann hat das ihm verloren. Hol mal deinen Anhänger raus. Hier, ich halte ihn hin. Ich würde sagen, die sehen sich sehr ähnlich. Ja, die sind ungefähr gleich groß. Das ist richtig. Gleiches Material. Das heißt, haben wir noch einen mysteriösen Anhänger. Dann haben wir jetzt in der Zwischenzeit irgendwie schon fünf Tiersymbole, mehr oder weniger. Guck doch mal da rein. Der muss doch irgendwo aus dem Buch gefallen sein. Also Krähe, Bär oder was anderes damit, Wolf, Hirsch. Hirsch und... Oder? Hm. Ja, dann sind es vier, genau. True. Vier, ne? Okay. Fünf hat mich jetzt auch wirklich gewundert. Aber, wir haben mich gerade spontan verzählt. Aber okay, es ist ein Anhänger, der genauso ist. Der macht bestimmt alles schlimmer. Ey, du hast das Buch runtergeschmissen. Weil ich sauer bin. Ich such mal so das Buch so am Rand irgendwie, so seitlich so ein bisschen ab. Ob da irgendwas erkennt, ob da irgendwo was aufgeplatzt ist, mehr oder weniger. Ja. Hinten am Buchrücken ist ein Stück vom Leder aufgerissen und da ist der wohl rausgefallen. Zumindest siehst du innerhalb des Buchrückens einen Abdruck davon. Allerdings ist da keine Kette dran, es ist nur der Anhänger. Ich glaube, der Anhänger ist hinten aus dem Buch raus. Hier seht ihr da diesen Riss und da muss der wohl drin gewesen sein. Ich taste mal so den Buchrücken mal so ab, also mit so ein bisschen Druck und... Ich meine, wenn schon einer drin war... Ich hoffe nicht, dass noch mehr drin sind, aber... Ich taste einfach mal ein bisschen ab und schau mal, ob ich da noch irgendwas ertasten kann. Kannst du etwas ertasten? Ja, so, sorry. Die Frage bleibt bestehen. Kannst du etwas ertasten? Ja, ich kann gerade überlegen. Mhm. Während du da das Buch untersuchst, wir haben jetzt mehrere von diesen Ketten, die in irgendeiner Form ja eine Bedeutung haben. Es könnte ja sein, dass die Ketten alle irgendwas können oder zum Beispiel zusammengebracht werden müssen oder sowas. Ich würde jetzt vermuten, dass möglicherweise in Gegenständen, die ähnlich sind wie das Buch, die, keine Ahnung, in irgendeiner Form aus der Zeit sind oder in irgendeiner Form aus der Gegend sind oder so, oder damit zusammenhängen, dass da möglicherweise auch dieser Gegenstand sein, also ein weiterer Gegenstand sein könnte. Wir könnten alle suchen, aber vielleicht vorher mal eine Nacht das Buch zurücklegen. Von mir aus können wir das blöde Buch zurücklegen. Keine Ahnung, es ist unsere einzige Waffe gegen das, was momentan irgendwie mit uns passiert. Aber wenn du das gerne zurücklegen willst, dann machen wir das. Ich finde erstmal keine weiteren Anhänger hinten drin. Mhm. Beziehungsweise ich spüre Vertiefungen, aber keine Erhöhungen. Sagen wir es mal so. Mhm. So wie als mal was da, als wenn da was gewesen wäre. Okay. Na gut, wenn wir das Buch zurücklegen, wissen wir immerhin, wo es ist. Das heißt, wenn wir es brauchen, beziehungsweise es nicht besser werden sollte, könnten wir es auch jederzeit zurückholen. Vorausgesetzt, ja. Der Typ kommt nicht wieder. Ich wollte gerade sagen, also wenn dieser Typ auf dem Quad wiederkommt, dann ist anzunehmen, dass er das Buch für an sich nimmt.
Das glaube ich schon. Wenn er von dem Buch weiß, das wissen wir ja nicht. Jetzt mal ganz doof, was haltet ihr davon, wenn wir einfach das gesamte Buch kopieren? Du willst das abschreiben? Nee, in der Stadtbibliothek steht doch ein Kopierer, den könnten wir benutzen. Ja, aber du kannst das Buch doch nicht so weit auseinander, das, wie ist das, geleimt, ist das genäht? Ich weiß nicht, ob das übersteht. Geleimt eher. Na gut, wir können ihn noch abfotografieren. Oh, das ist vielleicht ein bisschen viele Seiten. Dafür ist doch Fotografieren auch ein bisschen zu teuer, oder? Das stimmt auch, oder? Naja, also... Ja gut, du hast es ja, ne? Entschuldigung, gar nichts dafür. Ausnahmsweise. Aber auch kopieren ist halt recht viel Aufwand. Ja, wenn ihr das Risiko eingehen wollt, dann bringen wir es halt zurück. Und wenn wir können es auch. Wir haben doch eh keine bessere Idee. Schlag was anderes vor. Schlag konkret was anderes vor. Wir können es doch zurückbringen, aber bleiben in der Nähe. Dass, falls der Smith zurückkommt oder jemand anders, wir das aber mitbekommen. Oder habt ihr Angst? Was machen wir dann, wenn Smith rauskommt und das Buch unterm Arm hat? Dann braten wir ihm einen über den Deckel und nehmen das Buch wieder an uns. Was? Ja, nochmal wird das nicht funktionieren, dass ich sage, ich hätte mit Steven eine Liebelei. Ich laufe so ein bisschen rot an. Naja, aber im Zweifelsfall könnten wir ihn dann vielleicht einfach fragen. Das geht natürlich auch, aber ist die langweiligere Variante. Okay, wir können ja sowieso einfach nochmal zurückgehen und gucken, ob wir die Symbole nochmal irgendwie auf den einzelnen Grabsteinen finden oder vielleicht finden wir noch einen von den Anhängern oder so oder irgendwelche anderen Anhaltspunkte, wie wir das, was wir kaputt gemacht haben, wieder heile machen können. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was auf dieser Schublade stand? Nee. Okay, dann lass uns doch einfach mal hinfahren und dann... Finde ich eine gute Idee, weil jetzt ist es heller als das letzte Mal. Haben wir vielleicht ein Foto von der Schublade? Eigentlich schon, ne? Mhm. Warte mal, ich guck mal. Und kram in meiner Tasche. Und wie man es so kennt, schmeiße ich zwischendurch ein paar Sachen raus, die ich gerade nicht brauche. Hier, das müssten sie sein. So, dass wir alle zusammen drauf gucken können. Könnt ihr was erkennen? Was sehen wir? Ja, Sam, was sieht man auf dem Bild, das du geschossen hast? Naja, die Schublade. Ich weiß nicht, ob Lisa gerade nachguckt, ob da was drauf stand. Tutsi, Sekunde. Also auf der ersten Seite im Buch stand was. Das war dieses Latein oder Gott, sowas, ne? Genau, dieses Lateine. Mit diesem oh Gott, ich habe mir die Übersetzung nicht aufgeschrieben. Ach, stimmt, das war die Lateinebene. Ja, genau. Auf der Schublade steht drauf Socius Nostros Honorarius. Nein, Quatsch, das steht in dem Buch, ne? Entschuldigung. Oder stand das auf dem Plakett? Da nee, war also, auch noch so eine Plakette. Genau, ich glaube, das, was du gesagt hast, stand glaube ich, im Plakett. Auf dem Plakett. Und das, was im Buch stand, war dieses Misere mai ego sum maledictum. Genau. War doch maledictus. Mhm. Genau. Für jeden, der Latein kann, es tut mir leid. Niemand weiß mehr, wie Latein gesprochen wurde. Das stimmt. Haben wir uns eigentlich jemals damit auseinandergesetzt, was das heißt? Nein. Nee. Das auf der Plakette, hieß das nicht irgendwie sowas ähnliches wie Ehren, wie Ehren unsere Freunde?
Genau, also Lotius ist der Begleiter, der Freund. Genau, genau. Wir ehren uns Begleiter, oder? Erde, so. Ja. Nein, mit dem anderen Satz, der in dem Buch steht. Das war das, was ich ja durch meine Oma kannte aus der Kirche. Das war irgendwas mit. Lieber Essel, du darfst mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen. Ja, das war der erste Teil, Misere Mai. Das Misere Mai, Ego das heißt, Summe. Also, Socius Nostros Honoramus ist, wir ehren unsere Gefährten und Miserere Mei Ego Sum Maledictus ist, bedauere mich, ich bin verflucht. Und das stand im Buch? Ja, ganz genau. Wir bedauern es ja, so ist es ja nicht. Das Buch steht, bedauere mich, ich bin verflucht. Das ist natürlich, das ist natürlich ärgerlich. Mit so, auf der ersten ich Seite. Ich hab's euch ja gesagt, aber ich hab's euch gesagt. Ich war nicht derjenige, der das Buch rausgenommen hat. Ich würde jetzt einfach sagen, ich auch nicht, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was? Das war erst vor ein paar Tagen, so ist nicht. Naja, also wir versuchen das, würde ich sagen. Dass wir es zurücklegen. Und ich würde mich zumindest dann auch auf die Lauer legen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich kann nicht die ganze Nacht wegbleiben. Kannst du nicht so einen Kissenhaufen unter dein Bettzeug machen? Wir essen zu Abend zusammen. Okay, bessere Idee. Du fragst deine Eltern, ob du bei mir übernachten kannst. Okay. Aber was ich mit den Jungs mache, weiß ich noch nicht. Wenn ihr auch fragen, ob sie beieinander übernachten. Ich glaube, Harpers, mit dem Fahrrad nachts. Harpers Oma ist bestimmt froh, wenn sie... Eine Oma ist im Krankenhaus, Opa ist im Krankenhaus und mein Bruder schläft wie ein Stein. Ich habe keine Sorge, ich komme einfach mit dem Fahrrad nach Nacht. Okay. Und Steven könnte dann sagen, er übernachtet bei Harp. Ja. Weil es Harp nicht so gut geht. Genau. Ich meine, das stimmt ja auch, aber... Seine Mutter steht gerade am Tresen, guckt zu euch rüber und zieht so ein bisschen die Augenbraue hoch. Die hat Ohren wie ein Luchs, oder? Die ist 5 Meter von euch entfernt in einem leeren Laden, wo nur so ein kleines 60er Jahre Radio. Wir haben uns doch leise unterhalten. Genau. Also wir Kinder denken, dass wir uns leise unterhalten. Ich fange mal an, so langsam die Sachen, die ich eben aus der Tasche rausgeschmissen habe, wieder einzusammeln. Lö, lö, lö. Ich bin gar nicht da. Ich mache was anderes. Deine Mutter wischt weiter den Tresen ab und so... Harper, Steven, wollt ihr mir das vielleicht erklären? Nee. Was erklären? Nee, will ich, nee, nee. Zu viel, nee. Ich gehe davon aus, Steven, dass du heute Nacht in deinem Bett schläfst. Ja, Mama? Sie nickt. Guckt zu Harper und der Blick in Harpers Richtung zeigt tatsächlich eher so ein... Sie scheint gehört zu haben, was passiert ist. So also ein bisschen mitleidig, ja. Ich beug mich ganz leise zu Steven hin und flüster. Sie hat aber nicht gesagt, wie lange du im Bett schlafen sollst. Und fangen weiter an, meine Sachen einzusammeln. Ich nick erstmal nur, anstatt zu antworten. Wenigstens hat sie nichts dazu gesagt, was sie unseren Eltern sagt. Meine Eltern sind nicht da. Ist das egal? Ja. Vielleicht sollten wir sie aber auch einweihen. Die hat ja eh schon die Hälfte gehört. Vielleicht kennt sie aber auch ein paar mehr Leute als wir.
von früher. Sie ist ja auch hier aufgewachsen. Oder Steve, ihr seid doch von hier. Ja. Vielleicht hat sie auch einfach einen Erwachsenenrat für uns. Ja, habt nicht solche Flausen. Solange mein Bruder nicht reinkommt, ist alles okay. Steven, wie heißt du mit Nachnamen? Miller. Mrs. Miller? Ja, sie blickt halt auf in deine Richtung. Wir haben ein verfluchtes Buch. Was machen wir damit? Sie guckt ich weiter so in deine Richtung. Scheint so einen Zentimeter eine. scheint das so eine Sekunde im Kopf hin und her zu wälzen. Guckt dann zu Steven. Denkt sich dann ihren restlichen Teil und meint, am Ende des Schuljahres musst du dein Mathebuch zurückgeben, egal wie du es nennst. Ja, Steven, du kannst es am Ende des Schuljahres zurückgeben. Und, aber nicht heute. Trink weiter Milchshake. Aber am Ende des Schuljahres ist nicht am Ende des heutigen Tages. So, ich rede so ein bisschen leiser. Sollen wir sie wirklich einweihen? Ich meine, wir haben schon mit so vielen Leuten gesprochen über andere Sachen, also auch Vorfahren und sowas. Dann können wir doch deine Ma auch mal fragen, ob sie uns jetzt glaubt oder nicht, dass das Buch verflucht ist, dass wir verflucht sind und alle Tiere einfach total bescheuert sind. Das steht auf einem anderen Blatt. Das müssen wir ihr ja vielleicht auch nicht erzählen. Kurze Frage an den SL. Mhm. Ist das eigentlich in der Zwischenzeit so ein bisschen in dieser Stadt so ein bisschen aufgefallen eigentlich, dass die Tiere sich anders verhalten? Also ich schließe es mal so ein bisschen Harper mal aus, weil klar, die haben mit Tieren zu tun, aber ich sag mal so... habt ihr nichts gehört. Okay, also keine Gerüchte oder... Nee, weil ihr seid ja direkt von gestern Abend auf heute Morgen quasi ins Diner zum Frühstücken. Hast du einen Hund zu Hause, Steven? Habt ihr Katzen? Nein. Habt ihr eine Kröte? Keine Ahnung. Nein. Irgendwas? Also wir hatten die Nacht Krähen überm Haus. Das hat bestimmt jemand mitgekriegt. Spätestens meine Schwester. Und die Nanny. Ich druck's gerade immer nur so ein bisschen rum und überleg, wie ich meine Mutter da fragen kann, ob sie irgendwas drüber weiß, aber versuch noch so die richtigen Worte, wie ich sie das fragen kann. Im Endeffekt. Mhm. Da überlege ich gerade noch so einen kurzen Augenblick. Mhm. Also ihr seht, dass ich gerade so irgendwie so ein bisschen so rumdruckst und irgendwie so immer so Wortfetzen so rausfallen. Möchtest du noch einen Milchshake? Ja. Steven, ja? Macht deine Mom nicht auch so Kreuzworträtsel und solche Sachen? Findet die das nicht auch gut? Ich weiß nicht, was sie abends macht, wenn sie von den Arbeiten nach Hause kommt. Also ich glaube, es erst mal gesehen zu haben, aber wir haben uns jetzt noch nicht so drüber unterhalten. Ich sehe sie ja nicht so viel dadurch, dass sie also, ja viel unterwegs oder viel arbeitet. Als ich letztens für das Referat bei dir war, da meine ich, sowas bei euch auf dem Küchentisch liegen gesehen zu haben, so Rätselsachen. Vielleicht hat deine Mami ja eine Idee, was das mit diesen einzelnen Rätselseiten da im, diesen dechiffrierten Seiten da im Buch auf sich hat. Vielleicht hat die sowas ja schon mal gesehen. Okay. Sind wir eigentlich gerade alleine im Diner? Deine Mutter verschwindet tatsächlich jetzt mal in der Küche, um in der Küche ein bisschen Ordnung zu machen. Ja, aber sonst, ansonsten ist samstags morgens noch jemand da. Ja. Genau. Okay. Mhm. Gut, ich sehe, dass sie gerade verschwindet und so, dann reden wir jetzt gerade, wenn wir es mal. Ja, sollen wir dann versuchen, das in Rätseln ihr irgendwie, oder sollen wir einfach sagen, so sieht's aus, das ist passiert und. Sie geht doch auch abends arbeiten, hast du gesagt. Ja, sie putzt. Vielleicht hat sie das ja letzte Nacht mitgekriegt, das mit den Tieren. Weil dann muss sie doch auch durch die Stadt oder so. Also das heißt, wir fragen sie erstmal, ob sie was über die Tiere weiß und dann überlegen wir uns nochmal, ob wir sie einweihen oder nicht.
Und ob sie uns dementsprechend Tipps geben kann. Das wäre zumindest eine Idee. Ich meine, die Hälfte hat sie ja schon gehört. Hoffen wir es nicht. Auch wenn es ums Mathebuch geht. Wie, hoffen wir es nicht? Ja, okay. Dann... Ich schätze, sie sollte eh bald wieder vorkommen. Oder sollen wir sie kurz rufen? Nee, lass sie ruhig. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Okay. Also dann, zwei, drei Minuten später kommt die auch wieder aus der Küche. Mama? Ja, Stevie? Ist dir eigentlich gestern Nacht, als du nach Hause gekommen bist oder auf dem Nachhauseweg, irgendwas Seltsames aufgefallen? Mit zum Beispiel Tiere, die sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten? Naja, es haben ganz schön viele Hunde gebellt in der Nacht und ich glaube, die Waschbären haben Paarungszeit. Das war ein Lernen, kann ich dir sagen. Und ja, hier am Diner, die Müllcontainer, komplett zerfetzt, also alles draußen. Ich musste heute Morgen, bevor ich den Laden aufgemacht habe, erstmal den kompletten Hinterhof sauber machen. Also so war das noch nie? Naja, wenn die Waschbären halt Paarungszeit haben, klar, dann kann sowas schon passieren. Haben die nicht im Februar Paarungszeit? Das dachte ich eigentlich auch, dass das früher ist. Nicht im Sommer. Sie scheint kurz zu überlegen. Weil dann würden die Kleinen ja im Winter kommen. Sie nickt. Ja, stimmt, ist ungewöhnlich. Also als wäre das einfach tatsächlich bis gerade überhaupt nicht aufgefallen. Weil die Erklärung, die sie sich zurechtgelegt hatte, schien für sie halt rational zu sein. Also, ihr könntet da eventuell ein kleines Problem geben. Ich gucke so ein bisschen hilfesuchend so zu den anderen gerade so rüber, weil ich mir gerade selber nicht so recht weiß, wie ich meiner Mutter das beibringen soll. Wir müssten noch mal auf das Mathebuch zu sprechen kommen. Genau. Sie guckt dich an und zieht eine Augenbraue hoch. Scheint immer gedanklich noch damit beschäftigt zu sein, das irgendwie einzusortieren mit den Waschbären und dass die sich eigentlich im Frühjahr paaren und nicht im Hochsommer. Mrs. Miller, wir meinen das ja schon irgendwie ernst. Es ist, wir waren neulich im Wald, da haben wir ein altes Buch gefunden. Dieses alte Buch bringt uns irgendwie nur Unglück. Seitdem es wir haben, träumen wir schlecht bis gar nicht. Und Tiere machen komische Sachen, wie zum Beispiel sich paaren, obwohl nicht Paarungszeit ist. Wir glauben, das hängt alles zusammen. Haben Sie eine Idee? Naja, wenn es ein Buch ist, bringt es zur Bibliothek. Ja, das haben wir aber nicht aus der Bibliothek. Steven? Was? Der hat schon recht, wir haben es nicht aus der Bibliothek. Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Ah, Mist. Okay. Eins. Steven Samuel Owen. Oh. Ich werde von alleine auch klein. Ich nehme meinen Milchshake und würde mich woanders hinsetzen. So, ich nehme ihn und gehe einfach an den anderen Tisch in der anderen Ecke. So, und drehe mich so weg. Was hast du angestellt? Wir haben uns schon darüber unterhalten. Also, wir haben es gefunden. Aha, im Wald. Und du merkst, sie wird tatsächlich ein bisschen ruppiger. Das mit dem Wald hatten wir noch nicht erwähnt. Ach so, Entschuldigung, dann hatte ich das nur falsch gehört. Okay, ihr habt ein Buch gefunden. So, ihr habt also ein Buch gefunden. Das wird ja jemandem gehören. Es lag in einem alten Steingebäude, wo niemand wohnt. Seid ihr im... Und sie verschränkt die Arme so. Im Gewerbegebiet rumgestrolcht.
Ich hab dir gesagt, egal was du dir da ausdenkst, du hast da nicht hinzugehen. Wir waren nicht im Werbegebiet. Steven? Ja? Steven Samuel Owen Miller. Vielleicht würdest du jetzt einfach mal rausrücken. Ja, also wir waren bei diesem Tierfriedhof. Und da war dieses Mausoleum. Und da war die Tür offen. Aha. Und was wollten wir uns anschauen? Genau, die Tür war offen, tönt das im Hintergrund, ganz wichtig. Komplett unabgeschlossen. Geöffnet. Und die Kerzen brannten. Ich ziehe mich wieder zurück. Der Fokus ist komplett auf Steven. Dieser mütterliche Blick, der dich durchbohrt und dir das Gefühl gibt, dass dein hinterer Schädelbereich einfach durchbrennt. Ja, und da haben wir dieses Buch gefunden. Und dann war draußen ein Geräusch, da haben wir uns erschreckt und dann sind wir weggelaufen und haben auszusehen das Buch mitgenommen. Aha, und wie lang ist das jetzt her? 2 Tage. Du wirst das wieder zurückbringen. Das wird jemandem gehören. Du kannst doch nicht irgendwo hingehen und ein Buch mitnehmen, Steven. So habe ich dich nicht erzogen. Und dieser wirkliche mütterliche Blick, ich glaube, jeder von uns kennt den. Kann sein, dass die Musik gerade... Ja. Naja, ein bisschen. Okay. So. Nee. Okay. Gut, ist kurz ausgemacht. Steven hat das Buch auch gar nicht... Steh auf. Steven hat das Buch ja gar nicht genommen. Es war eine offene Tür. Wir sind reingegangen und brannten da die Kerzen mitten im Wald in so einem Mausoleum. Dann lag da einfach ein Buch rum und ich hab's genommen. Ich hab's genommen. Das lag da einfach nur rum. Unbewacht. Bei brennenden Kerzen. Okay, gebt mir eine Sekunde, ich muss Discord mal ganz kurz neu verbinden. So, da sind wir wieder. Sie dreht sich ganz langsam zu dir um, Harpe. Auch. Kennt sie den Namen auch auswendig? Sie sagt Harpe. Nein, tatsächlich Harpe. Ich möchte nicht, dass du Steven in so etwas hineinziehst. Ich hatte von dir einen anderen Eindruck. Muss ich mit deiner Großmutter reden? Während sie sowieso schon genügend eigene und andere Probleme hat. Ich glaube, wenn du es mitgenommen hast, ist es, glaube ich, an dir, das zurückzubringen. Ja, das ist meine Idee, aber die anderen sagen, wir könnten es doch behalten und mehr auswerten. Der Blick geht sofort so, zack, auf den Tisch zu Maggie, Sam und Steven. Euch hat man das nicht beigebracht, dass man Dinge nicht einfach mitnimmt? Naja, Pflanzen im Wald pflückt man ja auch. Ich bin... Sie holt ganz tief Luft, atmet einmal kurz aus und dann kommt das Schlimmste, was eine Person, die ihr eigentlich mögt, zu euch sagen kann. Ich bin so enttäuscht von euch. Ich mache irgendwas mit meinem Finger auf dem Tisch, fahre Linien nach, irgendwie, die gar nicht da sind. Es ist Samstag, ihr habt einen freien Tag, ihr bringt es zurück und wenn jemand dort ist, werdet ihr euch bitte angemessen entschuldigen.
Ich erwarte, dass das heute Abend erledigt ist. Ja, Mama. Gut. Ja, Ma'am. Gut, dann esst noch auf und dann erledigt ihr das. Und sie dreht sich um und verschwindet in der Küche. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, eine Probe auf Klugheit würfeln. Der Mindestwurf ist eine 9. Ach du Scheiße. Klugheit. Welche Farbe habe ich denn? Das Rot. Deine explodiert. Hat noch nicht gewürfelt, hat noch nicht. Sven, ist mein Würfel zufälligerweise auf der Kante liegen geblieben? Dann schalt ihn nochmal aus und wieder an. Bei mir geht's auch nicht. Weil irgendwie, guck mal, weil der liegt auf 12 und 13, siehst du das? Nee, das ist die 13. Du hast die 13 gewürfelt. Okay, genau. Bei wem es nicht geht, ihr refresht einfach bitte nochmal eure Seite mit STRG F5. Ich hatte nur 7. Mhm. Was mit dem D4 solide ist. Boah, siehst du, und da geht's dann wieder. Okay. Okay. Also, Steven hört es, ne? Lisa hört es nicht, ne? Okay, gut, dann dürft ihr eure Würfel wieder wegräumen. Steven. Ja. Du hörst deine Mutter. Hinter der Tür, als sie quasi so durch die Küche verschwindet, noch so einen kurzen Moment schluchzen und was habe ich nur falsch gemacht? Und dann hört man die Außentür nach hinten in den Innenhof, also beziehungsweise in den Hinterhof, wo auch die Mülltonnen stehen. Dir ist klar, sie wird jetzt gerade eine rauchen. Was sie auch nur sehr, sehr selten tut, wenn sie halt sehr, sehr, sehr gestresst ist und ja. Ja. Aua. Mhm. Das war eine scheiß Idee. Ja, es war die Wahrheit. Es kann keine scheiß Idee gewesen sein. Es war die Wahrheit. Die scheiß Idee war, mit dem Buch von da wegzugehen oder keine Ahnung. Aber es hätte auch genauso gut ausgehen können. Das ist ja Unsinn. Die Idee war ja per se nicht scheiße. Wir haben ein Buch aus dem Wald mitgenommen. Genau, im Grunde gehört es wahrscheinlich keinem. Also, bleibt's einfach bei dem Plan, den wir sowieso hatten. Steven, wenn du nach Hause gehen willst, kann ich das voll verstehen, aber also wir packen das einfach zurück. Ich wollte auf jeden Fall zu Hause sein, wenn meine Mutter nach Hause kommt. Wann kommt sie nach Hause? Ich glaube, das war meistens so 21, 22 Uhr rum. Wahrscheinlich sogar später. Ja. Also ich sollte gucken, dass ich so spätestens wahrscheinlich 22 Uhr eher zu Hause bin. Ja, dann lass uns doch... Ich sag meiner Mama einfach trotzdem, dass ich bei dir penne, Sam, und dann packen wir das einfach jetzt gleich zurück und dann gucken wir einfach bis heute irgendwie, keine Ahnung, 10 Uhr oder so, ob da jemand hingeht und es abholt oder was passiert. Und danach wird da sowieso keiner mehr kommen, weil dann sieht man sowieso da die Hand vor Augen nicht mehr. Ja. Noch auf mir bewusst, dass meine Mutter nicht irgendwie das rumerzählt. Das denke ich nicht. Wenn, dann sowieso frühestens morgen, wenn sie nicht arbeiten muss. Das stimmt. Bis dahin ist sowieso alles gelaufen, wenn es gut geht. Hoffen wir es. Und meinen Eltern kann sie sowieso erst später erzählen. Ja, ich glaube aber, dass sich das wohl eher weniger interessiert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein, alles gut. Mach. Weil ich es gerade lese, würde ich behaupten, nachdem gestern Abend Harps Opa verunglückt ist, haben wir unsere Großeltern für heute Nachmittag gar nicht eingeladen, oder? Mhm. Ja, das macht Sinn. Ja, das passt dann, glaube ich, schon, ja. Das klingt vielleicht blöd, aber Steven, habt ihr hier irgendwie sowas wie eine Picknickdecke? Weil auf zwei Decken ist es immer besser als auf nur einer. Stimmt, zu Hause. Hier ist im Deiner eher weniger. Ich bringe einfach nachher eine mit, ich komme mit dem Fahrrad, kein Problem. Ich muss doch sowieso nach Hause meine Mom fragen. Sie wird nicht Nein sagen, aber
Bei uns im Keller finden wir alles. Vielleicht auch noch irgendwie ein paar Cracker oder so, die wir einpacken können. Oh, die kann ich von mir mitbringen. Ich kann einfach Sandwiches machen. Lassen. Willst du noch mal versuchen, Silver einzupacken? Ja, kann ich machen. Ich kann es zumindest versuchen, ohne Kratzer und Beißspuren. Ob es klappt, weiß ich nicht. Hab, willst du sonst versuchen mal mit Silver? Das hat doch ganz gut geklappt bei euch, oder nicht? Ja, ich kann natürlich gerne noch mal versuchen, auf Tiere zuzugehen. Das, ja klar. Auch mit Silver, natürlich. Gut. Nur kurz auf Toilette. Mhm. Okay, also dann wann treffen wir uns wieder? Dann machen wir eine ganz kurze Pause für Twitch. Dann könnt ihr noch mal ganz kurz Toilettengang machen, kurz was zu trinken holen. Ich muss Nachschub holen. Wir sehen uns gleich wieder für YouTube. Ihr habt nur einen kurzen Schnitt und dann ist vorbei. So. Die Räder liegen wieder an dem kleinen Tisch mit den zwei Bänken und die Kamera fährt in den Wald hinein. Man sieht die vier Teens, bewaffnet mit ihren Rucksäcken, mit zwei Decken und jede Menge Süßkram und Cracker und so weiter. Und Sandwiches. Und Sandwiches in Richtung des Friedhofs gehen. Just in diesem Moment erreichen sie den Friedhof. Fällt uns das auf zum letzten Mal? Tatsächlich nichts weiter. Also, nö. Das heißt, die Tür liegt immer noch in der Gegend. Das sieht immer noch aus. Es ist immer noch alles aus. Mhm, genau. Es ist immer noch verwüstet. Es ist nicht wiederhergestellt. Richtig. Verwüstet, also so schlimm, ja, okay. Ja, ich habe gewütet, das schon okay. Und dann, wenn nicht der Lisa ihren oder den Bärenhand Was macht Silver? Ich würde der Maggie mal die Krähenanhänger in die Hand drücken und ich nehme den Bärentatzenanhänger in die Hand. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, Maggie, du bist mehr Krähe als ich und ich bin mehr Bär als du. Fühl mal in dich rein, während wir hier sind. Ja, genau, die Rabenfeder. Krähe meine ich ja, Rabenfeder. Ja. Macht mal bitte alle eine Klugheitsprobe, wenn du das gerade gemacht hast. Andere Talente. Das wäre schön. Uiuiuiuiuiui. Ja, wir haben ja Steven, das reicht ja. Oh, guck mal, eine 1. Ich würfel nochmal neu, weil ich eine 4 habe. Ja. 25. Oh. Okay. Ich habe meinen Moment. Wenn ich eine 25 krieg, muss ich 5-mal explodieren. Okay, nein, jetzt dürft eure Würfel wieder wegräumen. 7-mal. Steven, du schrickst auf oder erschreckst, als hinter einem Grabsteine eine Person aufsteht. So eine Army-Jacke, ziemlich zerfetzt und runtergerissen, Dog-Tags an dieser typischen silbrigen Kette, wie man die halt so trägt als amerikanischer Soldat. Die Haare, wie gesagt, zottig, breiter, ungepflegter Bart, die Nase rötlich, und ihr erinnert euch daran, es ist der stadtbekannte Trinker, den ihr auch schon hier bei dem Dings gesehen habt, bei diesem Ausflugsort. Das heißt nur, ich sehe ihn. Genau, du schrägst halt auf, weil du bemerkst diese Bewegung halt instant. Der steht halt auf, guckt zu euch rüber und ist von dir vielleicht anderthalb, zwei Schritte entfernt. Und du kannst auf Einhornpower hat es schon erraten. du kannst auf den Dogtags tatsächlich Folgendes erkennen.
Da steht tatsächlich drauf Graham Griffin. Moment. Ich muss das noch ganz kurz aufschreiben. Doc. Tech. Und wie war dann der Name nochmal? Graham Griffin. Genau, ich habe ihn gerade im Chat. Graham Griffin. Mhm. Da ist der Chat. Oh, Chat verbindet sich gerade. Ja, toll. Mhm. Also, Graham Griffin. Mhm. Griffin. Okay, ich erschrecke natürlich und sage ihm nur so, Gabbel Gandalf. Aha. Und ich erschrecke mich, weil er sich erschrocken hat. Weil er direkt neben mir steht. Und deute so in die Richtung, wo er gerade irgendwie so hochgekommen ist. Bin erstmal der Situation geschuldet von vorher noch so ein bisschen so. Ja. Mhm. Ich hab die Standpauke von meiner Mutter noch in Knochen. Mhm. Und ja, dir schlägt so ein bisschen der Geruch entgegen. Na gut, der Geruch wird ja wahrscheinlich dann auch spätestens dann ein paar Sekunden später auch den anderen in die Nase schlagen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich habe dich jetzt so in den Raum gerufen. Reagiert ihr drauf? Ja, ich gucke auf jeden Fall in die Richtung. Genau. Ja, der steht da. Genau. Und warte mal ab, was er so macht. Der guckt euch an. Also er wirkt so, als hättet ihr ihn beim Schlafen gestört. Ich hebe einfach die Hand und winke. Also so nach dem. Ich sag nichts. Ich winke einfach nur. Ich auch. Mhm. Da die anderen anfangen zu winken, mache ich einfach so reflexmäßig so. Versuche nicht zu zwinkern, um seriös zu wirken. Hallo. Hi. Hallo. Was machst du hier? Was frage ich euch? Was macht ihr hier? Wir stehen hier gerade rum. Wir bringen das Buch zurück. Aha. Okay. Aha. Er zuckt mit den Schultern und setzt sich wieder so an den Grabstein angelehnt wieder hin. Ist das ein besonderer Grabstein? Nö. Sehe ich da was? Nö. Einfach nö. Random. Okay. Ja, genau. Also. Ich denke mir so, ich nutze mal die Situation. Sag mal, ich duze ihn einfach, was ich eigentlich bei Erwachsenen gar nicht mache, aber ich habe halt aufgrund meiner Mutter wenig Respekt vor ihm. Sag mal, sind hier oft Leute? Oder bist du oft hier? Ich bin oft hier, ja. In der Stadt will man mich nicht. Hier sind nicht so oft andere. Sind hier manchmal viele Tiere? Nee. Seit Minerva gestorben ist, sind hier nicht mehr viele Tiere. Früher war das anders. Seit Minerva gestorben ist? Ich versuche zu rechnen im Kopf. Das kriege ich selber gerade nicht hin, aber ich stehe gerade da und... Ja, so seine grauen, fettigen Haare und dass man sein Gesicht nicht so richtig sieht, macht schwer, ihn einzuschätzen. Aber die tiefen Falten um die Augen sagen halt schon, dass er ja so 60, 70 sein könnte. Ich so leise zu den anderen, der trägt Doc-Tags. Also der könnte schon älter sein. Ich gucke ihn an. Hast du Minerva Blackhand gekannt? Ja, war mein Freund. Wann ist denn der gestorben? Im Krieg. Und man sieht, wie sein Blick so ein bisschen abschweift, er so in die Tasche greift, einen Flachmann rauszieht, den aufschraubt und... Warte mal, ich hab was Besseres. Ich greife in meine Tasche und hol die Sandwiches raus. Und drück ihm die in die Hand. Ich esse mal besser die. Sauren Bonbons.
Er nimmt die Sandwiches so in die Hand und guckt dich an. Die sind frisch. Für mich? Ja, für dich. Nimm das mal besser als den Flachmann. Wirklich? Alkohol ist keine Lösung. Ich darf die wirklich essen? Ja, du darfst sie auch jetzt öffnen und essen. Willst du dich ein bisschen zu uns setzen und von Minerva erzählen? Wir machen nämlich ein Referat über ihn und wir wussten gar nicht, dass es jemanden noch gibt, der ihn gekannt hat und ein Freund war. Ja. Ich setze mich einfach hin. Vielleicht hast du ja Lust, etwas von deinem Freund zu erzählen. Er beißt so in das aufgemachte Sandwich so rein und okay, gibt nicht viele Leute, die so nett sind. Und beißt nochmal ab. Entschuldigung. Was wollt ihr denn über Minerva wissen? Wie war der so? Er war ehrlich und hat eine Menge Leute gerettet. Aha. Auch mich? Wieso? Oder warum? Oder? Im Krieg. Im großen Krieg in Europa. Okay. Wir sind nach Frankreich gegangen. Mit Booten. Und da sind ganz schön viele schlimme Dinge passiert. Und er beißt wieder in das Sandwich rein. Und ihr merkt, eigentlich will er gerade zu seinem Flachmann greifen, aber er versucht sich mit all seiner Willenskraft dagegen zu stemmen, gegen diesen Drang, weil er sitzt hier bei Kindern. Ich schiebe ihm wirklich eins von diesen sauren Drops hin. Wir sehen das aber ja wirklich alle, ne? Ja. Das nächste, was ich mache, ist, ich hole die Wasserflasche raus und stelle sie so, dass sie quasi an ihn dran kippt und dann an ihm lehnt. Mhm. Er nimmt aus Gewohnheit einfach die Flasche und trinkt. Wird vielleicht im ersten Moment nicht schmecken, aber ist das Wasser. Also er verzieht das Gesicht und aber er nickt dir trotzdem zu. Dann vielleicht nimmt er das Bonbon von Lisa besser. Er nimmt dann so das Bonbon von Lisa und steckt es sich so in den Mund. Der Bart kräuselt sich leicht nach innen. Ein Igel, der sich zusammenzieht. Aber du sagtest vor uns, hier waren früher mehr Tiere, als Minerva noch gelebt hat. Wie meinst du das? Naja, ich habe Minerva noch als Jungen kennengelernt, als wir so alt waren wie ihr vielleicht. Und da waren wir oft im Wald, wir haben zusammen gejagt und so. Und dann kam der Krieg und dann war halt alles anders. Mute. Hatte Minerva irgendwie einen besonderen Draht zu Tieren oder so? Hast du keine Ahnung? Ja, es war fast so, als könnte der mit Tieren reden. Der dir da irgendwas erzählt mal? Irgendwas auch über diesen Ort? Über diesen Ort hier? Er hat nur gesagt, der Wald sei heilig. Ja, das sehe ich auch. Aber hatte der einen Anhänger oder sowas? Das ist doch immer ganz typisch, ne? Also Menschen, die mit Tieren reden, die haben ja ganz oft so einen Glücksbringer oder sowas. Hatte er sowas auch? Hat er aber seiner Schwester geschenkt, als er in den Krieg gegangen ist. Das war so eine Feder. Schwester. Er hat gemeint, okay, das muss zu Hause bleiben. Hab ich nicht verstanden. Ja, und gut, wann? Okay. Gut zu wissen, danke. Er beißt wieder in das Sandwich.
ein Tierart, mit der er sich besonders gut verstanden hat oder so? Er überlegt kurz. Mm-mm. Eigentlich mit allen. Und wenn wir zusammen jagen waren, war es so, als wären die Tiere einfach vor seinen Bogen gelaufen. Immer. Er hat gesagt, Tiere getötet? Mhm. Natürlich. Er hat gejagt. Wie seine Vorfahren, hat er immer gesagt. Zum Selbstverbrauch wahrscheinlich. Er hat mir nie erlaubt, mit einer Flinte zu schießen. Mhm. Und sonst ist hier nie jemand, zum Beispiel so jemand wie der Smith? Nee, nicht oft. Deswegen komme ich ja oft hierher, weil in der Stadt will man mich nicht. Hm. Weißt du denn, was der Smith hier macht? Also wenn der vorbeikommt, guckt der hier ab und an einfach rum. Ich verstecke mich dann meistens und dann geht er wieder. Hm. Ja, aber hat der Smith die Kerzen immer angezündet? Oder warst du das? Nee, das macht jemand anderes. Weißt du wer? Jemand anders? Mhm. Das macht jemand anderes. Ich glaube, der kommt auch ursprünglich aus dem Reservat. Ist auch nicht mehr jung. Kommt der immer zur selben Zeit? Mhm. Schüttelt den Kopf. Ist ganz unterschiedlich. Kommt der dann aber eher tagsüber oder abends? Das kommt ganz drauf an. Also manchmal morgens, manchmal am Tag, manchmal abends. Ich freue mich dann immer, dann habe ich nämlich immer eine Kerze und kann lesen. Und er zieht so aus seiner Innentasche so ein zerfleddertes 40er-Jahre-Comicbuch, das der bestimmt schon 300, 400, 500 Mal gelesen hat. Irgendwas aus seiner Jugend. Ich gucke, ob ich im Rucksack irgendwas Comicbuchartiges habe. Ich würde einen Token dafür ausgeben. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Das ist Chris, das ist Anja, das ist der Ben. Du hast den Vorteil leider nicht. Chat. Naja, alternativ soll ich's machen. Ich hätte auch schon. Das ist ja nicht unser Spiel. So, ich suche danach. Mhm. Ich könnte natürlich auch sagen, könnt immer danach suchen, aber das ist nicht. Nee, das. Also, entweder hilft mir jetzt der Chat, das ist eine Option. Oder dann suche ich noch ein bisschen. Ich suche so lange nach einem Buch, weil ich habe Mitleid mit dem und möchte eigentlich, dass der irgendwas. Ja, keine Ahnung. So, da. Okay, da rettet. Ja, genau. Ja. Mille grazie. Du findest eins deiner Comicbücher. Ja, Entschuldigung, Herr, wie heißen Sie eigentlich? Da du gerade fragst, sage ich Graham Griffin. Ach ja, also, genau, Graham. Oder Herr Griffin. Ihr könnt mich Hamish nennen, wie mein Papst. Hamish. Herr Hamish, ich habe was also für Sie, die können das, also das ist ein Alter, das ist schon ein bisschen durchgelesen, aber das kann ich Ihnen gerne geben, das dürfen Sie gerne haben. Und ich gebe ihm das Comicbuch. Wirklich? Ja, na klar. Also das ist ja immer wichtig. Und ich meine, man muss ja teilen und aufeinander aufpassen und genau. Das ist ja furchtbar wichtig. Er nickt und ihr merkt so ein leichtes Glitzern in seinen Augen, als Harper ihm sein Black Panther Comic in die Hand drückt. Warum seid ihr denn so nett zu mir? Warum sollte das nicht sein? Naja, vielleicht haben wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber auch nur vielleicht.
Ja, ganz vielleicht also, nur. Vielleicht haben wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil Minerva Blackhand ihr Freund war und wir vielleicht was gemacht haben, was Minerva Blackhand nicht so gut gefunden hätte. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr mit einer blindenden Hirsch erschossen? Nein, nein, das haben wir nicht gemacht. Ich zieh das Buch aus meinem Rucksack und halt's eben so hin und sag, wir haben uns das ausgeliehen und angeguckt. Oh, das ist nicht gut. Ja, das haben wir das gemerkt. Haben wir auch gedacht im Nachhinein. Er nickt. Das müsst ihr wieder in Ordnung bringen. Aber wie? Wir wissen nicht wie. Können Minerva wir das einfach zurücklegen und dann ist es so, als wäre nichts passiert? Minerva hat gesagt, dass wenn was ganz Schlimmes passiert, dann müssen vier zusammenkommen, den Tanz tanzen und gemeinsam Blut vergießen. Und das muss zur richtigen Zeit passieren. Blut vergießen? Wir sind vier, wir können nicht tanzen und die Zeit wird, keine Ahnung, weiß ich auch noch nicht. Aber wir sind vier. Wir sind vier und haben zwei Tänze. Ja, das ist ja... Ach, das ist ein Problem nur anders. Aber wir sind vier. Inwieweit hat Minerva dich da eingewiesen? Weil wir werden aus dem Buch nicht so richtig schlau, was da drin steht. Ich wurde noch nie eingewiesen. Ich bin nicht irre. Nein, das wollte ich ja auch nicht sagen, aber hat er dir irgendwas darüber erzählt, über dieses Ritual? Ja, außer die groben Sachen? Er hat gesagt, es müssen die vier zusammenkommen und müssen tanzen und müssen zum richtigen Zeitpunkt Blut vergießen. Sowas wie Vogel, Bär, Hund und Maus? Ich glaube, ein Hirsch und noch was. Ah, Vogel, ein Bär, Wolf. Hirsch und Wolf? Oh ja, genau, und ein Wolf. Das hat mich immer gewundert, weil eigentlich heißt es doch, wir wohnen da, wo Has und Fuchs sich gute Nacht sagen. Holy guacamole. Also, gut. Die gute Nachricht ist, wir haben Vogel und Bär. Die gute Nachricht ist, anscheinend haben wir einen aus Minerva Blackhands Blutlinie unter uns. What? Ihr guckt dich an. Ich wusste gar nicht, dass Minerva Kinder hatte. Ja, aber seine Schwester. Stimmt, seine Schwester hat so einen Bauernburschen geheiratet. Ja. Oh, nein, die Tochter von der. Ich wollte gerade sagen, das wäre, glaube ich, etwas schwierig geworden. Stimmt. Also er scheint tatsächlich so ein bisschen hin und her zu überlegen. Ja. Aber die alte Hazel ist auch schon tot. Ja. Tragisch. Immer. Ja, die hatte eine Tochter. Und die hat dann hier so einen Bauernburschen geheiratet. Auch. Okay. Nein, ich glaube, mit die alte Hazel meinte er die Schwester von Minerva, also Harpers andere Oma. Ah, okay. Genau. Und die ist auch schon gestorben. Ja, genau. Die hatte einen ganz schlimmen Unfall. Jetzt nicht mit einem Tier im Auto oder sowas. Nee. Aber ganz kurz, die hatte einen Autounfall, ja. Ja, hatte sie. Aber nicht mit einem Tier. Du weißt am vier. Naja, als ich wieder zurückkam, da habe ich versucht, halt Kontakt zu halten. Aber dann sind die Träume immer schlimmer geworden. Sehr viel schlimmer. Träume? Meine Frau hat mich auch verlassen und hat meine Kinder mitgenommen. Und wieder glitzert ein bisschen seine Augen. Ja, vom Krieg. Ganz schlimme Sachen. Ich zupfe kurz an Harps Klamotte.
Sag mal, sind deine Eltern nicht auch bei einem Autounfall umgekommen? Oh. Oh, warte. Ja, ja, dass die Parallele ist vorhanden. Hast du recht. Er tappt sich ab und zieht dann was aus einer Tasche. Das ist ja schlimm. Aber danke für das Buch. Vielleicht tauschen wir. Und er hält dir so quasi die Faust so über deine Hand. Ich halte mit einer gewissen Skepsis die Hand runter. Er lässt etwas Schweres in deine Hand fallen. Und als du in deine Hand blickst, siehst du einen goldenen Anhänger mit einem Hirschgeweih. Und die letzten Worte, die du hörst, sind: Das hat mir Minerva hinterlassen, nachdem er gestorben ist, und hat gesagt, ich soll drauf aufpassen. Aber ich bin schon ganz schön alt, und wenn du auch deine Eltern verloren hast, du warst ganz schön nett zu mir und ihr wart ganz schön nett zu mir. Vielleicht solltet ihr jetzt darauf aufpassen. Und die Kamera fliegt langsam nach oben und man sieht Harper, Lisa, Steven und Sam zusammen mit Graham Griffin um ein Grab herumsitzen. Und über den Friedhof verteilt sieht man Wege, verschlungene Pfade, die ein Symbol ergeben. Und Dunkelheit legt sich über die Szene. Ich bedanke mich herzlich fürs Mitspielen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hab ich auch Gänsehaut. Ich an der Stelle danke Sven fürs Leiten, fürs Erzählen, für die Fäden in der Hinterhand und danke dem Chat für aktive Teilnahme. Danke an YouTube fürs Einschalten und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao auf meiner Seite. Ich bin vollkommen geflasht, ich kann nur Tschüss sagen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.